Herzlich willkommen zu dieser Hausarbeit des Faches Physikalische Chemie. Die heutige Aufgabe handelt von den Prozessgrößen bei einem Phasenübergang. Die hier behandelten Prozessgrößen sind die Enthalpieänderung, die Entropieänderung sowohl für das System wie auch für die Umgebung und die Änderung der freien Enthalpie. Der betrachtete Prozess ist das Erstarren von 1 Kilogramm flüssigem Wasser zu festem Eis. Dieser Prozess ist isotherm und isobar bei 1 Bar und 0 Grad Celsius. Als erstes berechnen wir die Enthalpieänderung. Die Enthalpieänderung berechnet sich sowohl aus der spezifischen Schmelzwärme wie auch der Masse der Komponente. Die Masse ist mit 1 Kilogramm angegeben und die spezifische Schmelzwärme lässt sich in der Literatur finden. Wenn man nun diese Werte einsetzt, sieht man, dass sich die Einheit Kilogramm rauskürzt und man kommt zu dem Ergebnis, dass die Enthalpie abnimmt. Die Enthalpieänderung beträgt minus 333,51 Kilojoule. Nun betrachten wir die Entropieänderung des Systems. Diese errechnet sich aus der Enthalpieänderung und der Temperatur. Die angegebene Temperatur von 0 Grad Celsius wurde in 273,15 Kelvin umgerechnet. Und die Enthalpieänderung wurde zuvor berechnet. Wenn man diese Werte einsetzt, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Entropie um minus 1,22 Kilojoule pro Kelvin abnimmt. Dieses Ergebnis ist zu erwarten, da der flüssige Zustand in einen geordneteren, festen Zustand übergeht und somit das Chaos abnehmen muss. Als letzte Prozessgröße bezogen auf das System berechnen wir jetzt die freie Enthalpie. Die Änderung der freien Enthalpie wird mit der folgenden Formel berechnet. Diese Formel setzt sich zusammen aus der Enthalpieänderung und dem Produkt der Temperatur und der Entropieänderung. Allerdings kann unter Betrachtung, wie wir die Entropie aus der Enthalpieänderung berechnet haben, nach Umstellen der Formel folgender Term erzeugt werden. Und somit ist die Änderung der freien Enthalpie gleich 0. Auch dies kann erwartet werden, da 0 Grad Celsius der Gefrierpunkt von Wasser ist. Dies bedeutet, dass die Stabilität der Komponente in beiden Phasen gleich groß ist. Als letztes betrachten wir die Entropieänderung der Umgebung. Diese berechnen wir nicht, sondern argumentieren mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Dieser besagt, dass die Gesamtentropie des Universums nicht abnehmen kann. Da wir nun einen negativen Wert für die Entropieänderung des Systems haben, muss die Umgebungsentropie zwangsläufig größer als 0 sein. Hier sind noch einmal die Ergebnisse und wesentlichen Rechenschritte zusammengefasst. Vielen Dank.